Wir alle gönnen uns hier und da gerne mal etwas. Darauf möchten wir natürlich auch im Alter ungern verzichten. Rund 60% der Arbeitnehmer in Deutschland haben deshalb eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung. Die übrigen 40% haben bisher noch keine betriebliche Vorsorge für später getroffen. Vielen von ihnen fehlt dazu oft der finanzielle Spielraum. Ohne diesen wichtigen Zusatz zur gesetzlichen Rente müssen wir unseren gewohnten Lebensstandard im Alter zurückschrauben. Doch wie kommen wir an diesen extra Geldregen, um fürs Alter vorzusorgen? Eine Gehaltserhöhung verursacht Sozialabgaben für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sodass netto davon nicht viel übrig bleibt. Ganz anders die betriebliche Altersversorgung. Sie nutzt die steuerlichen Vorzüge optimal über eine sogenannte Entgeltumwandlung. Hierbei wird ein Teil des Lohns direkt in die betriebliche Altersversorgung umgeleitet. Auf diesen Anteil fallen dann keine Sozialversicherungsabgaben und Steuern an. Darüber hinaus zeigt der Arbeitgeber durch eine betriebliche Altersversorgung, dass er sich um seine Mitarbeiter kümmert, sorgt so für eine gute Mitarbeiterbindung und wird als Unternehmen insgesamt attraktiver. Damit alle, unabhängig vom Einkommen, im Alter besser versorgt sind, hat der Gesetzgeber die Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung weiter verbessert. Mit dem neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz schafft er ab 2018 zusätzliche Anreize für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Reform besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil bezieht sich auf die bestehenden Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung. Der zweite Teil ist neu, das Sozialpartnermodell. Für beide Teile erweitert der Staat seinen Förderrahmen. Für die bestehenden Regelungen bedeutet das, der Arbeitgeber ist zukünftig verpflichtet, den Arbeitnehmeranteil der betrieblichen Altersversorgung um 15% aufzustocken. Unternehmen, die Geringverdiener bei der Betriebsrente unterstützen, werden besonders gefördert. Für Mitarbeiter mit einem Bruttoeinkommen bis zu 2.200 Euro monatlich bezuschusst der Staat den Arbeitgeberanteil bis zur Höhe von 480 Euro jährlich mit 30%. Gleichzeitig kann der Arbeitgeber seinen Anteil als Betriebsausgaben absetzen. Somit hat er unterm Strich weniger Ausgaben als bei einer Gehaltserhöhung oder Barauszahlung. Und der Arbeitnehmer ist im Alter abgesichert. Eine Win-Win-Situation. Das neue Sozialpartnermodell wird zwischen Tarifpartnern, also Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, vereinbart. Ansonsten gelten die gleichen Vorteile. Ein zusätzlicher Vorteil für den Arbeitgeber beim Sozialpartnermodell ist, dass er für die spätere Zahlung der Betriebsrente nicht mehr haftet, sondern nur die Zahlung der Beiträge an den Versorgungsträger garantieren muss. Das gesamte Betriebsrentenstärkungsgesetz umfasst eine Vielzahl weiterer Optimierungen. Lassen Sie sich am besten unverbindlich von Ihrem Versicherungspartner vor Ort beraten. Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz und Zürich sind Ihr Weg in eine optimale betriebliche Altersversorgung. Damit Sie auch im Alter Ihren kleinen oder großen Luxus genießen können. Zürich Versicherung. Für alle, die wirklich lieben.